Booyah, Mann, hier sind die Sally Risen Audio Critics. Im Bild seht ihr die toughen Jungs und heißen Chicks aus Fast and Furious 6 und ihr hört Christian von SallyRisen.de. Justin Lins Highspeed-Oper liegt schon ein paar Wochen zurück, war aber mein Most Wanted 2013 und drum gönne ich den Schnellen und Wilden hier ihre Extra-Runde. Das Franchise besitzt bei mir einen besonderen Stellenwert. Von seinem Pimpo-Mac-Mega-Pimp-Gehabe mit dem Muckis Cars and Bitches-Milieu bin ich eigentlich so weit entfernt wie der Hollywood Boulevard von der Lindenstraße. Aber was soll's, da wird das Hirn halt mal 2 Stunden zum Hubraum, im Anschluss ein bisschen rumgeprollt und danach steige ich zu meiner Frau ins Auto, die im Gegensatz zu mir einen Führerschein hat und wir fahren einkaufen. Früchte, Müsli und Stuff. Die Fast and Furious-Reihe ist pures Kompensationskino und mein persönlich guiltiest Pleasure. Nachdem Teil 5 die unterbodenbelichtete Protzshow aus ihrer Nische heraus und in Sphären des Actionkinos geführt hat, die man Fast and Furious nie zugetraut hätte, sah sich Teil 6 nun erstmals mit höheren Hürden konfrontiert. Ein Anwärter auf den Genre-Thron sollte es nun mindestens sein. Den verfehlt die Raser-Crew um Vin Diesel, Paul Walker und Dwayne Johnson diesmal allerdings deutlich. Nachdem 2001 alles mit kleinkriminellen DVD-Player-Räubern, einem Undercover-Cop und Viertelmeilenrennen begann, muss oder und auch will Fast and Furious 6 mittlerweile eine Mythologie verwalten. Statt Standalone-Streifen sollen Kontinuität und Querverweise en masse her, und das mit einer Unzahl an Charakteren, von denen die meisten nun mal nicht mehr sind als ihre oberflächlichste Attitüde. Mit der Heist-Mechanik aus dem 5. Teil konnte man eine große Menge an Figuren noch gut im Oceans auf Rädern-Style unterbringen. In Fast and Furious 6 mit seinem Spionage-Weltbedrohungs-Egal-ist-irgendwas-Plot wuppt das nicht mehr so richtig und ausgerechnet Diesel, Walker, Johnson werden immer wieder lange auf dem Standstreifen abgestellt, um Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Sung Kang und so weiter Screentime freizuräumen. Mit seinen Aushängeschildern aus dem Zentrum gerückt, tuckert Fast and Furious 6 bisweilen im Leerlauf dahin, protzt aber selbstverständlich wieder richtig los, wenn Lin den selbst aufgebürdeten Ballast abwirft und mit der Action in den 6. Gang schaltet. Über offensichtlich schlechte Noten von Machern und Stunt-Koordinatoren im Physikunterricht muss man sich bei einem 6. Teil längst nicht mehr beschweren. Und überhaupt, wer sein Action-Kino physikalisch korrekt will, der soll Regen beim Fallen zugucken und wird feststellen, dass das eine ganz schön triste Angelegenheit sein kann. Fast and Furious 6 supersized seine Auto-Action aufs nächste Level und dröhnt ungehemmt drauf los. Der physische Unrealismus nimmt jedoch langsam schmerzliche Ausmaße an, eben weil es nicht schmerzt. Egal wie heftig sich auf die Fresse geprügelt wird, außer kaum auszumachenden Beulen bleibt kein sichtbarer Schaden zurück. Da sollte Saw-Schöpfer James Wan, der demnächst das Lenkrad von Lin übernimmt, ruhig wieder mehr Kratzer in den Körperlack reißen und den Unverwundbarkeitschrom stärker zerdellen. Helden müssen auch mal bluten. Einer unschönen Serientradition folgend bleibt außerdem Luke Evans als Bad Guy recht blass und wird wohl nur als Build-up für einen echten bösen Buben im kommenden 7. Teil im Gedächtnis bleiben. Mein Fazit: Fast and Furious 6 ist wieder brettfettes Action-Kino, aber im Gegensatz zum fast perfekten direkten Vorgänger mit ein paar stärker ins Gewicht fallenden Einschränkungen. Der Film findet schwerlich zu seinem Flow, besonders der Mittelteil versprenkelt sich in Redundanzen, zu viele Figuren, zu viele Querverweise. Der finale Act haut dafür nochmal alles raus bzw. runter. Teil 7 kann kommen, sollte aber wieder ein bisschen sorgfältiger und klarer vorgetragen werden. Das waren die Sally Risen Audio Critics. Wer es zu Fast and Furious 6 niedergeschrieben und noch ein bisschen ausführlicher möchte, folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung und falls euch das Format gefallen hat, abonniert gerne unseren YouTube-Channel und schaut auch mal auf der Facebook-Fanpage und bei Twitter vorbei und bleibt mit einem Gefällt mir-Klick auf dem Laufenden. See you on Sally Risen! I need your team, Dom. We need full pardons. And cars. Make sure they're fast. It's way better than that trash in Rio. Way better. They got a tank. This should be interesting.